Feldweg, wo gerade LKW drauf passt. Ist ja egal. Auf alle Fälle sind wir noch reingefahren. Das Zeug sind wir losgeworden. Also die haben abgeladen, haben sich dann auch gleich verpisst. Und ja. Dann ist natürlich dann über die Blindside raus. Also da direkt, also um eine Hausecke gucken, also direkt rechts neben mir eine blaue Mülltonne. Und dann Hausecke und dann haben sie auf der anderen Seite haben sie gleich das Zeug hingestapelt. Ich weiß gar nicht, wozu ich eigentlich einen Liefer an hatte. Naja, egal. Aber da ist mir eingefallen, dass ich so ziemlich zum Anfang auch mal ein Video gemacht habe, wo ich über die Blindside in eine Firma reingefahren bin, von der Straße aus, mit der Drohne. Da ist mir eingefallen, ja genau. Hoch das Ding, das fliegende Auge. Damit habe ich schön gesehen, wo der Trailer oder was der Trailer hinten macht. Und sind denn da rückwärts rein und vorwärts oder raus. Also eigentlich nichts Spektakuläres. Aber naja, vielleicht schön anzusehen. Und haben auch den Ladung gekriegt gleich. Wir fahren Pharmacy, also Arzneimittelfarmer. Richtung East nach Montreal. Nein, ja, nee, nee. Wir haben eine Ladestelle gehabt jetzt in Toronto. Oder besser gesagt in was ist das bis Sauga noch? Nee, Vaughan! Vaughan! Genau, Vaughan, Ontario. Genau. Und die zweite Ladestelle hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Also ich habe bis jetzt immer einen Volltrailer mitgenommen. Und straight Richtung East, aber diesmal ist es Hälfte geladen da und jetzt werde ich in Montreal noch mal an so eine Healthcare ranfahren, also Pharmacy dann, also und bringe das dann nach Moncton. So, ja, da das ja jetzt immer noch auf dem Rückweg ist, werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder hier die zwei, drei Tage, die wir jetzt noch brauchen, da zusammenfassen und dann wird das für euch hochladen. Also heute ist jetzt nicht großartig Spektakuläres. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeitraffer 401, wie wir mal raus sind aus Toronto. Da wie ich aus der Nursery da, aus der
hier, meine Kleine hat Gänse entdeckt. Kanadische Wildgänse. Dann gehen wir mal langsam hin. Mach Reis schon mal ein Stück klein. Are they gonna run? No, no, warte. Jetzt komm her, komm hier, komm hier rüber. Komm her, komm her. Are they gonna run? No, do, don't run. Komm runter, komm runter. I'm gonna make a little trail. Langsam, 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 langsam. Und dann behalt noch ein bisschen in der Hand, damit er vielleicht. Guck mal, die haben überhaupt keine Angst, he? Kein bisschen. Ja. That's cute. Go give him crust. Komm her. Oh. Ja. Lassen. Oh, die Kamera rutscht. Die Kamera rutscht immer irgendwie nach oben. Ja. Yeah. Der kommt ganz langsam. I feed it. They're hungry little guys. I mean big guys. Oh, it's a tiny birdie. Tiny bird. Nimmst du aus der Hand? Traust du dir das? Nein, nee. Pass auf, nicht hinterher rein. Pass auf, pass, immer noch wilde Tiere, ja? Also. Gooses are so cute. Ja. Well, gooses can be evil too. I know, I know. Du hast gesehen, die Kleinen. Die Kleinen auch. Ich höre den Nibbling on it. Oh, sorry. You bonked his head. You bonked his head. Then he just spit it out. Ich glaube, jetzt brauchen sie denn erstmal Wasser. Hä? Dann mach mal nichts, mach mal nichts, mach mal einfach nichts. Halt. We need some more bread. No, it's done. Mal sehen. Genau, schmeiß hin und dann. Sag bye bye. The bird is hungry too. Ja. Komm mal sehen. Wir müssen da drinnen. Da hinten. Da müssen wir einen Trailer holen. Komm. I want petted. No, you can't pet it. It's a wild animal. Like you. So, ein paar wilde Tiere, wa? Auch cool. So, hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ja, wir sind heute Morgen gestartet von der Husky. Da, das ist ein. Das ist eigentlich so ein Truckstop, wo man irgendwie nicht gerne steht, weil die ganzen
was sind das jetzt hier, FedEx und sowas, die rangieren da. Manche, die habt das bestimmt schon mal gesehen, die kommen mit zwei Trailer und die rangieren denn da rum. Da bringen welche Trailer, dann warten da schon welche Bobtail auf andere und das geht die ganze Nacht da so. Und deswegen, da stand ich diesmal ein bisschen abseits, aber wir haben nichts davon mitgekriegt. Das Einzige, was halt war, ist, da ich ja hier Arznei fahre, gerade, wir haben alle vier Stunden ist, ich kann euch das mal kurz zeigen, so. Das ist hier so ein, alle vier Stunden müssen wir die Temperatur checken vom Reefer. Ist da was wach? Nö, noch nicht. Aber da kommen wir auch gleich zu. Ja, und dann muss man raus, die Temperatur checken und sowas. Da ist die Kleine natürlich auch immer wach geworden, deswegen pennt sie jetzt noch. Jetzt haben wir es, meine Fresse, wir haben es hier um 11. Und hier mein Little Girl, mein Trucking Girl, hier. Guckt sie euch an. Hey, mal sehen. Oh, ist noch keine Reaktion. Da ist noch, die ist sowas von weg. Mund auf und. Das ist schon fast ein Schnarchen, Mann. Manchmal übertrifft sie mich. Oh, oh, that's it. That's it. Moment. Kurz hier. Kamera beiseite hier. This is your paper. That's it. We are free to go. Thank you very much. Anytime you want. Oh, ja, no, oh. I drive through it. Okay, you want to stay here, you want to sleep, you want... No, everything is fine. You're leaving? Yeah, I leave. Yeah, thank you. I would go sit and I would open the door. Yeah. So, ihr habt's gehört. Wir können weiter. Ich lass mal die Kamera noch ein bisschen laufen oder ich mach mal Zeitraffer. Wir sind ja eben über ein... mach ich das jetzt danach? Davor? Nee, ich mach das jetzt danach. Lass ich laufen. Während ich hier stand und ziemlich schnell geladen wurde. Also es war ja auch nicht viel, war bloß eine Zuladung. Gucke, 31 Minuten. So schnell kann es auch mal gehen. Und ich bin ja mal hier, da ich ja hier hinten in so einer Gegend bin, da sind, also hier, wo die Reichen und Schönen und die ganz schön Reichen wohnen, bin ich mal über so ein Viertel drüber. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Alter. Jedes Haus. Also ich will, ohne Witz, also ich glaube, ich habe kein Haus ohne Pool gesehen. Und alles nur so Dinger. Das Einzige, was mich da jetzt ankotzen würde, die sind ja alle so dicht an dicht. Also das könnte ich nicht. Da liebe ich schon unser Häuschen im Grün. Das passt schon. Aber das ist wow. Ihr werdet sehen. Zieht euch die Bilder rein. Ich mache natürlich wieder Musik dahinter und so. Ihr wisst das ja. Und ansonsten lasse ich jetzt noch mal ein bisschen Zeit drauf verlaufen. Montreal ist halt ein Verkehrssumpf. Und das ist... Ich lasse euch einfach mal teilhaben. Also, wir sehen uns.